Sowohl Amazon als auch Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, haben für dieses Jahr einen Aktiensplit und Amazon zusätzlich noch Aktienrückkäufe angekündigt. Aber warum werden solche Maßnahmen eigentlich verwendet und was bedeutet das Ganze für dich? Das klären wir heute einmal. Hallo, mein Name ist Erik Melasch und ich bin hier, um dir dabei zu helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und wenn du sagst, ja, Videos wie dieses interessieren mich auf jeden Fall, dann solltest du unbedingt den Kanal abonnieren, auch auf die kleine Glocke drücken, dass du es auf jeden Fall mitbekommst, wenn neue Videos wie dieses rauskommen und die nicht irgendwie an dir vorbeigehen können. Und dann würde ich auch gar nicht weiter quatschen, dann gehen wir schon ins Video. Was musst du jetzt alles zum Aktiensplit wissen? Und da ist es so, dass ein Aktiensplit zunächst alle existierenden Aktien in mehr Aktien umwandelt, die dann zu einem geringeren Nominalwert erhältlich sind. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Nehmen wir an, du hast jetzt eine Pizza, die hast du ganz teuer für 20 Euro gekauft. Und dann schneidest du diese Pizza in 20 Stücke. Ja, aber du könntest sie auch in 2 Stücke schneiden, in 4, in 10. Das ist dir selber überlassen. Dann hättest du am Ende 20 Stücke, die wären alle 1 Euro wert. Und du hättest immer noch dieselbe Menge an Pizza und die Pizza hätte auch immer noch denselben Wert. Und genauso musst du dir einen Aktiensplit vorstellen. Sowohl Amazon als auch Alphabet wollen dieses Jahr einen 20:1 Split durchführen. Das heißt, wenn eine Amazon-Aktie jetzt 2.162 Euro kostet, dann würde diese nach dem Split noch 108,10 Euro kosten. Man würde quasi den aktuellen Wert einmal durch 20 teilen und aus einer Amazon-Aktie 20 Amazon-Aktien machen. Wenn du jetzt eben eine Amazon-Aktie vor dem Split in dein Depot hättest, dann hättest du nach dem Aktiensplit noch 19 weitere, das heißt insgesamt 20 Amazon-Aktien in deinem Depot. Der Gesamtwert wäre aber gleich. Also das heißt, du würdest hier kein Geld verlieren und du müsstest aktiv auch nichts selber machen. Das Ganze wird von deinem Broker ganz automatisch gemacht. Unternehmensseitig würde sich auch nichts ändern. Ja, das heißt, auch hier wäre der Unternehmenswert immer noch der gleiche nach dem Aktiensplit. Und auch die Bewertungskennziffern wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch sowas würde sich nicht ändern. Das bleibt alles gleich. Jetzt ist natürlich die logische Frage, wenn sich am Unternehmen und an den Kennziffern nichts ändert, an der Marktkapitalisierung nichts ändert, aber auch an den Depotwert sich nichts ändert, warum greifen dann Unternehmen wie Amazon oder auch Alphabet überhaupt zu solchen Maßnahmen? Das liegt vor allen Dingen an psychologischen Effekten, die auch gerade auf Kleinanleger wirken und dafür sorgen, dass der Preis optisch scheinbar günstiger ist. Und so sorgt ein Aktiensplit dafür, dass die Aktie einem breiteren Investorenkreis zugänglich wird. Was meine ich damit? Hier mal ein kleines Beispiel. Also nehmen wir jetzt an, Einfachheit halber, die Amazon-Aktie kostet vor dem Split 3.000 Euro. Und nach dem Split, also wenn ich das einmal durch 20 teile, dann hätten wir noch einen Preis von 150 Euro. Dann wirken 150 Euro natürlich viel attraktiver und chancenreicher als 3.000 Euro. Ja, wir Menschen, wir können uns das viel besser vorstellen, dass 150 Euro auf 200 Euro steigen, als dass 3.000 Euro auf 4.000 Euro steigen, obwohl das in beiden Fällen ein Kursgewinn von 25% wäre. Das ist auch der Grund, warum bestimmte Personengruppen sehr gerne in Penny Stocks investieren. Ja, also das sind Aktien, die unter 1 Euro bzw. unter 1 Dollar gehandelt werden. Und die sagen sich dann, ja, also ich habe jetzt hier einen Penny Stock, eine Aktie, die ist 10 Cent wert. Und wenn die auf 20 Cent geht, ja, das ist ja wirklich nur eine kleine Bewegung. Das ist ja voll möglich, dann hätte ich ja mein Geld schon verdoppelt. Dass Amazon von 3.000 auf 6.000 geht, was auch eine Verdopplung darstellen würde, das können sich die viel schwerer vorstellen. Obwohl es viel wahrscheinlicher vielleicht sogar ist, dass Amazon das schafft als ein Penny Stock. Noch ein kleiner Extremfall, wo du einfach sehen kannst, dass Aktiensplits auch wichtig sind, sieht man zum Beispiel bei der Apple-Aktie. Hätte die Apple-Aktie niemals einen Aktiensplit durchgeführt, dann wäre der Preis heute bei deutlich über 20.000 US-Dollar für eine einzige Aktie. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, das wäre für die allermeisten nicht attraktiv und die würden sich Apple dann nie ins Portfolio holen. Im Falle von Amazon und Alphabet winkt durch einen Aktiensplit zusätzlich die Chance, in den Dow Jones Industrial Average, kurz Dow Jones, aufgenommen zu werden. Und dieser US-Elite-Index, der preisgewichtet seine Mitglieder und führt die nicht nach dem tatsächlichen Unternehmenswert. Und da Amazon und Alphabet momentan immer noch deutlich über 2.000 Dollar pro Aktie liegen, war denen der Zutritt zum Dow Jones bisher verwehrt. Wären die Aktien jetzt im Dow Jones gelistet, dann müssen verschiedene Indexfonds die auch aufnehmen und müssten noch Aktienanteile erwerben. Und das könnte natürlich auch den Amazon- und Alphabet-Aktienkursen gewissen Auftrieb verleihen.
Generell muss man auch sagen, dass Aktiensplits sehr geläufig sind an der Börse. So hat zum Beispiel letztes Jahr Tesla einen Aktiensplit durchgeführt von 5:1. Und in der Vergangenheit haben auch schon ganz viele deutsche Unternehmen Aktiensplit durchgeführt. Das ist wirklich relativ üblich an der Börse. Aktiensplits können sich, wie bereits erwähnt, positiv auf den Aktienkurs auswirken, indem, wie gesagt, zum Beispiel neue Investorengruppen und Investoren angesprochen werden. Dafür gibt es aber auf jeden Fall keine Garantie. Und ein Aktiensplit an für sich sollte noch lange kein Kaufgrund sein, sondern man sollte sich wirklich intensiv auseinandersetzen, was für ein Unternehmen ist, was eigentlich dahinter steht. Und ein Aktiensplit kann man durchaus in seine Entscheidung mit einbeziehen, jedoch nur als einen weiteren Pluspunkt. Es gibt aber auch das Gegenteil eines Aktiensplits, das nennt sich dann Aktienzusammenlegung. Und auch hierbei ändert sich lediglich der Preis der Aktie und die Aktie erscheint dann optisch teurer. So hat zum Beispiel die Commerzbank 2013 eine Aktienzusammenlegung von 10:1 gemacht, da die Commerzaktie dabei war, unter 1 Euro zu fallen, das heißt zu einem Penny-Stock zu werden. Und das abzuwenden hat man das durchgeführt. Amazon möchte dieses Jahr aber nicht nur einen Aktiensplit durchführen, sondern es möchte auch noch Aktienrückkäufe bis 10 Milliarden US-Dollar tätigen. Bei einem Aktienrückkauf werden Aktien vom Emittenten selber wieder zurückgekauft. Das heißt, in dem Fall würde Amazon seine eigenen Aktien kaufen. Im ersten Moment scheint das natürlich ein bisschen irrsinnig, ja, denn immerhin geben Unternehmen Aktien aus, um Kapital einzusammeln. Also warum sollte ein Unternehmen seine eigenen Aktien wieder zurückkaufen? Und hierfür kann es mehrere Gründe geben, die ich dir einmal kurz nennen möchte. Der erste Grund ist die Verbesserung des Aktienkurses. Ja, wenn ein Unternehmen hergeht und seine eigenen Aktien zurückkauft, dann sinkt die Menge an verfügbaren Anteilsscheinen, was automatisch dazu führt, dass der Aktienkurs steigt. Rückerworbene Aktien können aber zum Beispiel auch für Akquisitionszwecke, das heißt für die Übernahme und den Aufkauf anderer Unternehmen genutzt werden. Die Aktien können aber auch an die Belegschaft weitergegeben werden, also man könnte jetzt die Angestellten belohnen und motivieren dadurch. Man kann durch Aktienrückkäufe Übernahmen erschweren oder verhindern. Oder man kann auch Liquiditätsüberschüsse abbauen. Die zurückgekauften Aktien, die können natürlich auch vernichtet werden vom Unternehmen, um dauerhaft die gesamte Menge an Aktien zu verringern. Wie wirken sich solche Aktienrückkäufe aber jetzt weiter aus? Und hier gibt es einige Untersuchungen von der Investmentbank Morgan Stanley, die zu dem Ergebnis kommt, dass Unternehmen, die Aktienrückkäufe tätigen, im ersten Jahr nach der Ankündigung im Durchschnitt 13% besser performen als der Gesamtmarkt. Das kann natürlich daran liegen, dass wenn am Aktienmarkt weniger Aktien zur Verfügung stehen, das in der Regel dazu führt, dass der Gewinn je Aktie steigt, dass auch die Dividende dementsprechend höher ausfällt und dass die Aktie gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis günstiger wird. Und das lockt natürlich Investoren an. Ja, für dich als Anleger kann das jetzt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringen. Was du aber auch immer beachten musst, ist, dass Aktienrückkäufe eingesetzt werden können, um schlechte Kursentwicklung zu kaschieren. Und da solltest du immer ein bisschen differenzieren und auch hier natürlich nicht einfach blind kaufen, wenn du hörst, oh, es gibt Aktienrückkäufe, sondern dir genau das Unternehmen anschauen und dann mal für dich erörtern, warum führen die jetzt wahrscheinlich einen Aktienrückkauf überhaupt durch. Im Falle von Amazon entsprechen die 10 Milliarden US-Dollar lediglich 0,6% der Marktkapitalisierung von Amazon und es ist auch noch unklar, über welchen Zeitraum dieses Geld am Ende wieder in die eigenen Aktien fließen soll. Ja, also du solltest hier auf gar keinen Fall große Kurssprünge erwarten. Der Alphabet-Aktiensplit, der findet am 15. Juli diesen Jahres statt und der von Amazon, der muss erst noch von den Aktionären am 25. Mai diesen Jahres bewilligt werden und soll dann am 3. Juni durchgeführt werden. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich habe heute nichts mehr für dich, aber ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns.